Also wie ein Überfallkommando die Kinder abnehmen, das war eine 5-Minuten-Aktion, sauber geplant und durchgeführt. Dafür haben sie Personal gehabt. Aber die Familie wieder zurückzuführen, da sollen sie dann bitte noch mal einen Monat und noch mal einen Monat und noch mal einen Monat warten. Es ist empörend. Und ich bin zutiefst entsetzt, habe mich aufgrund dieser Umstände auch an das Landratsamt, an das Jugendamt gewendet und habe ihnen mitgeteilt, dass ich nicht glauben kann, dass es hier lediglich um eine Beschwichtigung der Öffentlichkeit gegangen ist. Ich möchte daran festhalten, zu glauben, dass es eine gerechte Gerichtsbarkeit gibt. Und ein Jugendamt, das seine Aufgaben erfüllt, zum Wohle der Gesellschaft und zum Wohle der Familie. Aber ich bin einmal mehr nach dieser Zeit eines Besseren belehrt worden. Dieses Jugendamt führt eine völlig eigenlogische Agenda.